Hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück zu einem neuen Let's Play von mir. So, wird mal wieder Zeit. Hier steht er und guckt in die Ecke. Jetzt guckt er hoch und freut sich seines Lebens. Geht jetzt aber schnell ins Bett, sonst wird er gefressen. Von den Monstern der Nacht. Ja, dann können wir eigentlich auch mal rumlaufen und ein paar abkrebeln. Allerdings ist es natürlich immer nicht so einfach. Meine Scheine auf den Latz bekommen, aber weil wir gerade dabei sind, auf den Latz zu bekommen. Wir haben ja jetzt eigentlich, was mir gerade auffällt, genug Eisen, um uns auszurüsten. Das werden wir jetzt einfach mal kurz nutzen. Nehmen wir mal gucken, wie wir aussehen. Gucken uns an, wie wir aussehen, wie ein Stück Luder. Das werden wir mal ganz schnell ändern mit einem Höschen. Und, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles ging. Wie war das? So? Oder war das so? Nein, das war ein Kochtopf, mit dem ich auch nicht genau weiß, was man damit anfangen konnte. Ein Höschen weiß ich schon, wie das funktioniert. Das ist gar nicht das Problem. Ein Helm weiß ich eigentlich auch, wie das funktioniert. Aber, da waren sie. Die Schüchchen, die haben wir auch noch gebraucht. Lass uns das Ganze mal anziehen. Er macht sich fein. Ich mach dich gleich fein, mein Freund. Das können wir das immer nicht mehr aufziehen. Zack. Zack. Und wie machen wir die Rüstung? Kannst du mit mal sagen? Toll. Was ist das denn? Naja, gut. Ihr seht, ich bin nicht der Hellste. Da war Gitterstäbe, das wollte ich so auch nicht. Und das ist nochmal so eine karrende Lore, die wir nachher brauchen. So ein kleiner süßer Wagen. Also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so zufrieden, weil wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Schild hier. Ach, so ein Schild gibt es auch, genau. Ich bin gleich wieder da, ja. Ich bin gleich wieder bei euch. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz ins Internet. Und guck mal, was da so läuft. Und zwar Minecraft Wiki. Ich stimme zu. Hallo. Ach so, so geht das Schild. Also Fichtenholzbretter zum Beispiel. Oder hier, was haben wir hier? Schilde. Okay, das ist natürlich mega geil. So, und rein da. Und wir brauchen allerdings nochmal ein... Geht gleich weiter. Dann, wenn ich los sage, geht es wieder weiter. Ein Panzer. Panzer. Brauchen wir Panzer dazu? Oder passt das? Okay, das ist aber nicht der Panzer, den wir suchen, sondern wir suchen ja nicht diesen Schildkrötenpanzer. Ausrüstung, Kampf, Ausrüstung. Oh Mann, ey, echt jetzt? Ich glaube, wir müssen das nochmal so gucken. Kraft. Rüstung. Genau das suche ich nämlich. Und wie kann man es machen? Ich gucke immer noch. Okay, okay, so geht er also. Okay, alles klar. Ja, verstanden.
weiter. So, okay. Ich habe mal kurz nachgeguckt und jetzt gerade gesehen, wie es funktioniert. Da verliert man ja richtig viel dabei, oh Mann. Aber wir haben es ja jetzt, das ist ja das Schöne dabei. Da ziehe ich dich einfach mal an und jetzt sind wir sehr gut ausgerüstet. Also es passt schon jetzt hier, dass wir da was am Kopf bekommen haben. Daran ändert sich sowieso nichts, das ist auch nicht das Problem. Hier müssen wir das noch so machen. Und dann wollten wir, wie war das jetzt nochmal? Ich habe mir das eben alles angeguckt. Genau so war das. Haben wir jetzt den Schild auch in der Hand oder wie ist das Ganze? Ja, jetzt haben wir den auch in der Hand. Das freut mich sehr, wie schlau heute einige Menschen heutzutage sind. So, liebe Leute, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir gleich mal hier das Feld flügen. Ach so, macht man das mit dem. So, da müssen wir uns natürlich wie immer am Ende des Tages wieder umgucken, dass hier auch nichts verloren gegangen ist. Weil es geht ja immer so schnell, dass was verloren geht. Und hier geht es auch relativ. Oh Mann, jetzt werde ich hier wieder raufhüpfen. Passiert genau das? Nein, doch nicht. So, dann gehen wir hier nochmal rüber. Zack, 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 zack. Und ein bisschen aufgeräumt. Ich hatte damals auch diesen Farm-Simulator gekauft. Hat soweit auch sehr viel Spaß gemacht. Nur eine Sache. Was ist jetzt schon wieder? Schon wieder voll? Oh, jetzt können wir das nicht aufnehmen, oder was? Ist das nicht dein Ernst? Jedenfalls, dieser Farm-Simulator hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nur was ich auch sehr interessant fand, war immer, dass die Wege so weit waren. Weißt du was, du kannst mich mal richtig am A lecken. Genau, die Wege waren weit und man konnte natürlich auch sehr viel. Ja, ich glaube, ich packe das doch nochmal kurz hier rein. Man konnte halt doch sehr viel auch anbauen und sehr viel machen. Man hatte sehr viele Möglichkeiten. Schon, ich glaube, 2012 oder 2013 der alte Farm-Simulator. Aber ich hatte dann irgendwann, weil es so viel Zeit aufwendig war, hatte ich dann irgendwann keine Zeit mehr dafür. Eben das alles durchzuspielen und so weiter, das war dann doch schon nicht mehr möglich. Also es war wirklich sehr zeitaufwendig, ich erinnere mich daran. Und ja, naja, und das, ja, dann musste ich das leider aufgeben. Und habe dann eben auch andere Sachen gemacht, also es war mir leider nicht mehr möglich, das dann durchzuspielen, aber letzten Endes, weil man muss ja so viele Sachen machen, also dieses Hin und Her laufen, ich glaube, man konnte auch switchen zwischen den, das konnte man sogar zwischen den Traktoren oder zwischen den Arbeitungsmaschinen oder zwischen den Maschinen, besser gesagt, nur war das trotzdem, was ist da oben, ach so, genau, das war das, war das trotzdem so ein bisschen. Ja, ich bin manchmal ein bisschen ruhiger und gucke lieber nochmal. So, war das manchmal so ein bisschen, ja, also so rumswitchen ging bei mir sowieso nicht, weil ich wollte alles auf einen Fleck haben. Und ja, mir hat es eben irgendwie nicht so, also auch wenn es eigentlich ein cooles Spiel war, war es trotzdem zu aufwendig, zeitaufwendig fand ich. Und war auch nicht so präzise zu steuern. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ob es da ein bisschen besser ist, ob man die da besser steuern kann. Allerdings denke ich, dass also mit den die Maschinen, eben, dass man da genau auf den Punkt, sage ich mal, sozusagen streuen kann, den Samen streuen oder abbauen kann, anbauen kann,
Das ist, denke ich mal, heute schon möglich, aber zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so möglich. Da musste man schon einfach nur mal drüber fahren, bis es halt mal so geklappt hat, bis man den zum Beispiel gepflügt hat, den Boden. Tolle Idee, ich finde es toll, dass es sowas gibt und dass es sowas weiterentwickelt wurde. Vielleicht wage ich mich da auch noch mal ran, aber im Moment nicht. Die neuere Version ist mit Sicherheit vielversprechender. Da gehe ich ganz stark von aus. Jetzt haben wir hier noch mal die Sachen gesammelt. Und deswegen werde ich die hier nochmal kurz reinbouncen. Genau, lass mich rein, lass mich raus. Ich gehe jetzt nochmal hier rein und hau das nochmal hin, weil das brauchen wir unbedingt. Und snacke erstmal ein richtig geiles Steak, obwohl eigentlich ein Brötli macht es ja auch. Und dann hatte ich ja gesagt, wollte ich eigentlich anfangen, ja, am besten hier. Und dass wir nochmal rauskommen, machen wir am besten gleich mal so. Ist natürlich auch nicht so schlau ist, wenn wir hier ohne Fackel rumrennen. Das sollten wir uns auch mal abgewöhnen eigentlich. Aber es ist ja immer auch so spannend. Das ist Erde. Liebe, liebe Erde, wir haben keinen Platz für euch. Okay. Wo ist das Holz hin? Bin ich blind? Hier ist kein Holz, ne? Außer dieses Birkenholz. Aber das bringt uns jetzt auch nicht so weit eigentlich. Obwohl vielleicht ja schon. Nee, eigentlich viel zu wenig. So, dann. So. Und nochmal, zack. Ach hier, ich bin auch bei einem blindes Huhn, das kann sich kein Mensch ausdenken. Und gleich wieder hierhin. So, und dann kann man nämlich hier loslegen. Ich weiß gar nicht, ich wollte gucken, wie tief der Müll da ist. Das habe ich schon wieder vergessen. So, also wir gehen hier eins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tief. Okay, 7 tief, das macht Sinn. 7 tief ist okay. Ist eigentlich ganz schön viel, ne? Hoffentlich habe ich mich da nicht mal vertan. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, hier sollten wir auf der richtigen Höhe sein. So, das passt auch erstmal so. Dann können wir nämlich jetzt hier erstmal schön weiterbauen. Ich glaube, ich baue das noch mal eine tiefer. Ist ja nicht dein Ernst. Schaut euch das an. Perfekt. Also wirklich, dass wir das so genau hinbekommen haben. Ein Träumchen vom Bäumchen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist schön. Oh. Theoretisch, also ich finde es wirklich schön, wenn man hier nochmal eine kleine Stufe tiefer kommt. Finde ich irgendwie ein bisschen schöner, ehrlich gesagt. Und es ist eigentlich schon dunkel. Also eigentlich doof, dass hier. Dass wir jetzt auch keine Türen haben oder haben wir nicht Türen mitgenommen? Ne, aber auch nicht. Nicht, dass nachher noch so ein Hampelmann hier durchkommt. So.
Okay, das müsste eigentlich reichen, um hier genüsslich weiterbauen zu können. So, da haben wir gesagt, das hier ist dann also schon Ende Gelände. Also hier, genau. Dann passt das alles soweit. Dann brauchen wir eigentlich hier so. Vielleicht müssen wir das noch anders auskleiden. Ich werde das erstmal so lassen. Und schön. Ja, das, ich höre immer Schritte, oh Mann. Ich bin auch schon irre. Das Schönste ist ja dann, wenn man hier fertig ist und das alles gebaut hat, kann man nochmal auf die Jagd gehen. Und vielleicht finden wir ja noch ein Dorf, wo wir auch ein bisschen tauschen können. Gibt nochmal schöne Sachen zu entdecken. Wo wir ein bisschen Indiana Jones spielen können. So, ich lasse das jetzt erstmal alles so. Ich würde das gerne anders auskleiden, ja, das sieht ja sonst doof aus. Und würde auch gerne tatsächlich eine tiefer gehen. Das war nicht gleich so viel. Das war nicht gleich so viel sozusagen. Also nicht so viel, so wenig Boden über dem Kopf haben. Wie sagt man denn? Dass wir nicht gleich an der Decke anstoßen. Also mir fehlen ja manchmal die Worte, das ist ja nicht auszuhalten. Genau. Und dann schießen wir einfach mal los. Also ich hatte ja mal sowas gebaut, dass wir, oder überlegt, meine ich besser gesagt, dass wir die, dass wir vielleicht die Kühe hier unten sogar tatsächlich einschlusen oder hier unten Farming betreiben, aber die Sache ist halt, macht das Sinn? Also wenn wir hier Tiere einbauen, das ist natürlich uncool. Die haben ja kein Tageslicht, wie sollen die sich denn vermehren? Von da oben können sie nicht kommen. Was sind das immer für komische Geräusche hier? Boah. Das Problem ist, wenn jetzt hier irgendwas ist, sind wir eingeschlossen. So. Also hier können sie uns erstmal, nicht. Nicht so viel passieren. Boah, also ganz ehrlich, ich bin immer mega aufgeregt. Und das Allergeilste, weil ich ja so ein schlauer Junge bin, habe ich jetzt meine Hacke vergessen. Wie heißt es dumm? Punkt, Punkt, Punkt. So, der Alep kein Problem, ja, wir sind da hier nicht bei armen Leuten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das so genau war, aber konnte man sich hier nicht so eine Leiter draus basteln? Nee, das war, also ich glaube, das war genau umgekehrt. Ist das nicht so ein komischer Ball, der immer überall hin und her flutscht? Den gab es ja damals auch. Der wurde dann, glaube ich, irgendwie wieder rausgenommen. Und jetzt ist er wieder drin. Wir wissen es nicht. Was wir auf jeden Fall machen wollen, ist Folgendes. Erstmal wollen wir ruhig sein. Und dann wollen wir Folgendes machen. So, pass mal auf, mein Freund. Wir haben jetzt... das war so. So. Also wir machen es einfach erstmal so, ja? So ein Prototyp.
Wo sind denn jetzt die Sticks schon wieder hin? Ich finde nie die Sticks. Die Sticks sind immer weg. Ach, da sind sie ja. Okay, so. Tap, tap. Und dann hauen wir einfach die Teile noch hier so hin. Und dann haben wir das Falsche. Super. Willkommen in der Welt von Dan. Danny. Die. Auch Dani genannt. So, jetzt probieren wir es nochmal. Jetzt sind die voll falschen Dinger. So, nee, brauchen wir nicht. Stickily Sticks. Und das ist dann eine Tür. Okay, jetzt wie macht man die hässliche Leiter? Kann doch nicht sein. Stehen wir schon wieder da und wissen nicht, wie wir die Leiter machen. Da muss ich noch mal kurz nachdenken. Wie war das mit der Leiter? Ich glaube, also eigentlich muss das so sein. Ja, das macht ja alles andere macht doch gar keinen Sinn. Das ist keine Leiter. Das sieht nicht nach einer schönen Leiter aus. Puh. Ja, da muss ich. Gibt es hier irgendwie ein Handbuch oder sowas hier? So soll man alles anzeigen. Eine Leiter kann ich hier nicht machen anscheinend. Ja, okay, das habe ich schon verstanden. Ich wollte eigentlich eine Leiter machen, die ich hier nicht sehen kann. Eieieiei. Okay, das habe ich schon verstanden. Da. Oh Gott. Also danke. Danke, Anke. Also einfach ein Kreuz machen hier. Und dann hat man es. Und dann freuen sich auch alle Beteiligten. So, jetzt können wir nämlich nicht mehr wieder hier hoch. Dachte ich zumindest. So, jetzt können wir mal gucken, wer hier so ein komisches Geräusch gemacht hat. Och, hab ich mich nicht erschrocken. Ist doch nichts los, bleib doch mal locker. Guck mal, wie sie da alle rumlaufen und dieser Creeper da hinten, so hässlich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Bäh. Kann man noch schlafen? Nee, man kann nur nachts schlafen. Okay, also das haben wir schon mal wieder hier gerettet. Das können wir dahin machen. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir nochmal, wo ist es denn? Wie bitte? Was war denn da eben drin? Der gehört auch gar nicht da rein. Dass wir nochmal ganz kurz die miteinander verbinden. Den mache ich jetzt einfach mal hier rein. Den nehme ich mit. Und den nehme ich auch mit. Und den nehme ich auch mit. Und das nehme ich auch mit. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das würde ich aber eher gerne da. Nein, das würde ich eher gerne da rein machen. Weil das nämlich Glas ist. Und den würde ich gerne einfach nochmal hier reinmachen, weil es schön ist. Ich weiß, er kommt in eine andere Truhe. Den behalten wir erstmal. Hier haben wir noch ein bisschen Zäunchen, Eichenzaun haben wir auch noch. Okay. Warum habe ich das eigentlich alles hier bei mir mit? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich glaube, es ist gar nicht so schlau, hier rauszugehen. Das braucht kein Mensch. Und dann würde ich einfach sagen, ich mache weiter. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss.